Moin und willkommen zu einem neuen Video hier bei Schwungvoll. Und heute möchte ich dir mal ein ganz besonderes Projekt zeigen. Das ist nämlich der Wörthersee ID3 von den Auszubildenden aus dem Werk Sachsen. Das ist ein richtig geiles Fahrzeug. Ja, und den haben wir nämlich hier in Locarno beim ID-Treffen. Und den möchte ich euch zeigen. Geile Karre. Und dann erzähle ich euch was dazu. So, was zuerst einmal auffällt ist, die Karre ist unheimlich breit. Hier im vorderen Bereich haben die Jungs das Fahrzeug um 4 cm im Blech verlängert, also verbreitert natürlich. Dazu gehört natürlich auch der vordere Kotflügel, der auch dann verbreitert und angepasst wurde. Das Ganze geht dann hier rüber zur Tür. Das zeige ich euch mal eben. Da seht ihr die Verbreiterung. Und vielleicht habt ihr es eben bemerkt, der hat gar keine Außenspiegel. Dafür hat er hier aber die Kamera drin. So, dann haben wir hier eine standardmäßige Tür. Die ist wirklich so, wie sie aus dem Werk kommt. Und dann haben wir die hintere Tür. Und die mache ich jetzt mal eben auf. Und hier seht ihr auch, das hintere Seitenteil ist in Summe nämlich um 6 cm verbreitert. Also das hier ist einiges, was hier passiert ist. So, dann fehlt hier der Ladestecker, wie ihr seht. Hier sieht man nochmal schön die Verbreiterung, auch im Bereich des Bleches. Und wenn man laden will, dann geht das jetzt hier. Das Wörthersee-Projekt von dem Fahrzeug hier ist aber natürlich nicht mal eben nur im Blech verbreitert worden. Felgen sind von der Firma Messer und Einzelanfertigung in 21 Zoll 245 35 ZR21. Das ganze Fahrzeug, seht ihr übrigens, ist ja ein bisschen tiefer, ne? Der ist ja noch tiefer als meiner. Wie kriegt man das bei einem ID3 hin? Indem man sich von KW ein Gewindefahrwerk bauen lässt, was es so noch nicht auf dem Markt gibt, aber ihr seht damit, was möglich ist, wie tief man tatsächlich dann so ein ID3 auch bekommt. Ich finde, das sieht rattenscharf aus. Ich zeige das nochmal eben in der Totalen. Aber natürlich haben die Azubis nicht nur im Außenbereich an dem Fahrzeug gearbeitet. Im Innenbereich zeige ich euch mal eben das Ganze, nämlich wie es jetzt hier aussieht. Und da ist erstmal ein handgefertigter Überrollkäfig reingekommen. Der wurde extra angepasst. Den gibt es so nicht zu kaufen. Hier hinten seht ihr schon ein bisschen was von dem, was ich euch gleich zeigen werde. Und auch da im vorderen Bereich seht ihr schon, hier wurde einiges getan. Von der Firma Recaro Schalensitze. Die Neon-Applikationen sind natürlich komplett übernommen worden und selbst im Display sieht man jetzt die Neonfarbe. Ich habe es euch ja eben schon gezeigt, das Fahrzeug hat keine Außenspiegel, aber dafür jetzt hier, das seht ihr, digitale Spiegel und das hier mit dem kleinen Hinweis, 3 Sekunden drücken, das ist tatsächlich der Türöffner. Das heißt hier auch nicht mehr klassischen Türöffner, der eigentlich ja in diesem Bereich saß, sondern eben mit einem Türöffner ähnlich, wie ihr es von Tesla kennt. Also auch hier haben sie viel Technisches umgesetzt, richtig cooles Projekt in Summe. Das finde ich schon sehr, sehr gelungen. Die ganze i-Tafel übrigens, die ist mit Alcantara bezogen. Gelbe Steppnähte, die Lüftungsdüsen auch in Gelb. Und auch die ganze Türtafel hier mit Alcantara bezogen.
Kleiner Hinweis am Rande, vorne haben sie sich einen Gag überlegt. Bei den vorderen Hochtönern hinten seht ihr das Emblem von Beats. Beats baut ja für einige VW-Modelle die Soundanlage. Ja, und Soundanlage, das ist genau das Stichwort. Da gucken wir jetzt mal eben hinten rein, weil das, was hier verbaut ist, das ist natürlich der Mega-Kracher. So, wir haben hier einen Sub. Ein Sub versteckt sich da hinten noch, da wo eigentlich mal die Rücksitzbank war, wo der Käfig jetzt steckt. Dann haben wir hier die Mitteltöner, zwei pro Seite hier, zwei pro Seite hier. Der Verstärker hier eingelassen. Hier oben sind noch Hochtöner verbaut. Hier sind noch Hochtöner verbaut. Und hier oben, das hier, das sind die Namen der beteiligten Personen. Also in Summe haben die Jungs und Mädels hier von Volkswagen Sachsen an diesem ganzen Projekt nahezu ein Dreivierteljahr gearbeitet. Und das Ergebnis, finde ich, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde es eines der schönsten ID.3s, die jemals auf die Beine gestellt wurden hier. Und um das euch nochmal eben zu zeigen, alles, was ihr hier seht, was so ein bisschen nach Folierung aussieht, hier zum Beispiel diesen Bereich, das ist alles im Lack. Da ist nichts foliert, sondern das haben die alles lackiert. Also, wenn ihr mich fragt, der macht schon ordentlich was her. Coole Aktion von den Jungs und Mädels auf jeden Fall, dass sie hier das Fahrzeug nochmal mitgebracht haben nach Locarno hier zum ID-Treffen. Den Wagen, den kriegt man so nicht zu sehen. Ist übrigens vom Motor, Getriebe und so weiter ein ganz normales Serienmodell im Prinzip, also 58 Kilowattstunden Akku. Ich gucke doch nochmal eben auf das Sheet. Genau, ganz normal. Ne, er hat die große Batterie. Ich zeige euch das mal eben. Er hat die große Batterie. So, 204 PS. Sie nennen ihn iDiversity. Und die Batterie ist 82 Kilowattstunden, also 77 Kilowattstunden netto. Ja, was hier noch ganz interessant steht, finde ich, die Lackierung ist gletscherweiß, Hallmark mit Piano-Schwarz und Leuchtgelb. Und das steht dann in der Text drin, Matt-Glanzlackierung, Farbpalette, VW, Lamborghini, Bentley. Ja, nett, wenn man solche Marken auch im Konzernverbund hat. Dann hat man hier nochmal, natürlich habe ich euch gezeigt, die Außenspiegellösung innen mit den Displays natürlich von Audi, vom e-tron genommen. Das digitale Soundsystem ist von Eaton und von Gladen. 2500 Watt Gesamtleistung, das rumst richtig. Und last but not least, muss man sagen, haben sie natürlich hier mit KW das Prototypenfahrwerk reingebaut und sonst ganz viel in Eigenleistung mit den Blechverbreiterungen zum Beispiel, mit der Verlegung des Ladeports hinten ins Kennzeichen und so weiter. Also Hut ab und Respekt vor diesem Umbau.